Also in unserer Ausbildungswerkstatt hat jeder seinen eigenen Arbeitsbereich, wo er dann auch verschiedene Schubladen hat, wo dann sein Werkzeug drin ist. Als Elektroniker im ersten Ausbildungsjahr haben wir bis jetzt gelernt, einmal eine Platine zu bestücken, die dann zu löten, die verschiedenen Verdrahtungsarten, wie man einen Schalter anschließt oder eine Steckdose. Und dann haben wir noch die Digitaltechnik angefangen. Also am meisten Spaß macht mir die Platine zu bestücken, die dann zu löten und dann auch die Messung an der Platine durchzuführen. Im zweiten Lehrjahr behandeln wir vor allem elektronische Bauteile, die wir in der praktischen Elektronik benötigen. Außerdem machen wir viel mit dem Oszilloskop, wo wir uns dann Kurvenverläufe anschauen und Spannungen damit messen. Das Thema Messtechnik ist in allen drei Lehrjahren wichtig. Und zwar misst man am Anfang mit dem Vielfachmessgerät verschiedene Spannungen. Und im zweiten Lehrjahr kommt zum Beispiel das Oszilloskop dazu, mit dem man verschiedene Signale messen und darstellen kann. Ich finde es spannend, dass man in allen drei Lehrjahren sich immer verbessert, was Platinen angeht. Und zwar fängt man ganz klein an mit einzelnen Bauteilen und die Bauteile werden zum einen kleiner und man bekommt immer mehr Bauteile drauf. So werden dann die Schaltungen viel komplexer und man kann viel mehr damit anfangen. Im Lehrjahr kommt man dann vom ABZ raus in die Abteilungen, wo man dann in spezielle Fachgebiete eingearbeitet wird. Die Elektronikfertigung von Heidelberg befindet sich in Halle 9. Dort wird die volle Palette von Elektronik, die wir hier bei uns in den Maschinen finden, hergestellt. Ich habe mich entschieden für die Abteilung Prototyping in Halle 9, weil einfach die Selbstständigkeit dort sehr im Vordergrund liegt. Man lernt sehr viel. Ich bin verantwortlich für eine eigene kleine Serie von der Flachbaugruppe, wo es sich nicht lohnt, großen Maschinen zu bestücken. Als erstes werden die Platinen in den Siebdrucker eingelegt, der mir entsprechend der Vorlage mir das Lötzinn genau in die Stellen verteilt, wo ich es brauche. Nach diesem Arbeitsgang kommen die Platinen mit der Lotpaste in den SMD-Bestücker, auf dem ich ein vorbereitetes Programm ablaufen lassen kann, das mir die elektrischen Bauelemente genau dahin setzt, wo ich sie brauche. Die fertig bestückte Platine wandert im Anschluss in den Dampfphasenofen, wo das Lötzinn aufgeschmolzen wird und eine leitende Verbindung zwischen den Bauteilen und der Platine hergestellt wird. Was ich sehr spaßig finde, ist auf jeden Fall die Selbstständigkeit, die eingegeben wird.